Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hamburg. Nein, ich spreche neuerdings nicht die Tagesschau. Das macht immer noch Judith Rakers, die sonst hier steht. Die hat aber heute Frühdienst und deswegen habe ich mich mit zwei Croissants bewaffnet und werde sie jetzt suchen. Ich möchte nämlich von ihr wissen, wie das so ist als angehende ESC-Moderatorin. Hier ist die Tagesschau-Regie und alles, was hier passiert, geht direkt raus auf die Mattscheibe zu Hause. Volle Konzentration für Judith. Jetzt bloß nichts falsch machen und sich nicht versprechen. Das ist das Wichtigste. Jetzt geht's los. Schönen guten Morgen, Judith. Ausgeschlafen? Natürlich. Hallo. Du liest ja sogar noch vom Zettel, aber ich dachte, heutzutage ist alles digital und... Ja, das stimmt. Ist es auch. Wenn ihr mal gucken wollt, hier, da, da ist unser Computerbildschirm. Den gab es vor ein paar Jahren noch nicht. Aber eigentlich lese ich alles von da vorne ab, vom Teleprompter. Und das ist nur noch zur Sicherheit, weil die Technik kann ja auch mal ausfallen. Das stimmt. Ne? Und auswendig gelernt habe ich das jetzt nicht alles. Aber auswendig oder ausgefallen heute ist bestimmt dein Frühstück. Und deswegen, weil Frühschicht, habe ich uns Croissants mitgebracht. Super Idee, ich bin dabei. So Judith, und hier sitzt du jetzt immer zwischen den Sendungen und frühstückst Croissants. Oder wie sieht das aus? Ja, manchmal sitze ich ja unten bei der Redaktion. Die frühstücken auch gerade. Aber jetzt bin ich mit euch hier oben. Möchtest du? Vielen Dank. Bitte schön, gerne. Ich habe sowas Mütterliches manchmal. Schön, ach so, sehe ich so jung aus? Ja, du bist, glaube ich, deutlich jünger als ich, oder? Naja. Aha. Sag mal. Du bist jetzt 35 geworden. Genau. Ich bin knapp über 10 Jahre jünger nur. Siehst du, du könntest mein Sohn sein, wenn ich sehr früh reif gewesen wäre. Theoretisch, nein. Bist du denn in echt auch eher so die seriöse und... korrekte oder musst du dafür die Tagesschau dich sehr verbiegen? Also verbiegen muss ich mich nicht. Es ist so, dass ich natürlich schon extrem lange jetzt Journalistin bin. Also seitdem ich 19 bin, arbeite ich journalistisch. Erst bei Tageszeitungen, dann beim Radio lange und jetzt Fernsehen. Insofern ist das so eine, ich sag mal, professionelle Rolle, die man natürlich schon irgendwo lange spielt. Mhm. Und das ist auch ein Teil von mir, weil immer verbiegen wäre nicht schön. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich eigentlich gerne sturzbesoffen auf die Reeperbahn legen würde am Wochenende. Ich feiere natürlich auch mal gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr leben könnte, nur weil ich jetzt Tagesschausprecherin bin. Ja. Deswegen gibt es trotzdem auch mal Karaoke-Abende in der Thai-Oase auf der Reeperbahn. Klar. Gut, da wissen wir Bescheid. Da werden wir Judith Rakers antreffen. Mhm. Wie war denn da der erste Kontakt zum ESC? Hattest du vorher schon mal damit irgendwas zu tun gehabt? Ja, ja, klar. Also ich habe das auch. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan, also ich bin nicht Mitglied in einem Fanclub, aber der ESC hat mich schon noch begleitet. Also während des Studiums haben wir Partys gefeiert zum Grand Prix, ist es ja damals noch. Mit Käseigeln? Ja, mit viel Alkohol vor allen Dingen auch und viel Spaß. Und dann gab es mal so eine Zeit, da war es dann wieder so ein bisschen... uncooler, der ESC, fand ich. Da haben wir auch keine Partys mehr gemacht. Und in den letzten Jahren, also jetzt Lena zum Beispiel, habe ich natürlich auch geguckt. Und als Kind mit der Familie auch. Judith, wie bereitest du dich vor auf den Eurovision Song Contest, kurz ESC? Also, ich gucke mir alle Sendungen an der letzten 40 Jahre. Nein, aber ein paar werde ich mir nochmal angucken. Vor allen Dingen so ein paar Halbfinalauslosungen, weil ich die nicht so auf dem Zettel habe. Ich nehme Sprachunterricht nochmal. Ich muss mein Französisch wieder ein bisschen aufpolieren. Da habe ich viel vergessen, weil ich mich in den letzten Jahren eher auf Italienisch konzentriert habe. Italien ist dieses Jahr wieder dabei. Ja. Wollen wir nicht ein italienisches Grußwort an die Italiener in der Welt senden? Hast du da irgendwie was? Ja, sehr gerne. Benvenuto a Dietro Italia. Ci vediamo in Düsseldorf. Ich freue mich total, dass die Italiener wieder mit dabei sind. Essen wir doch erst nochmal hier unser Croissant auf. Finde ich super. Und schön spucken bei der Tagesschau. Kommt immer gut. Oder so ein Hustenanfall, weil einem so ein Croissant-Plättchen im Hals hängt. Aber auch das. Ist dir schon mal eigentlich irgendwas passiert bei der Tagesschau, was Outtake-mäßig sehenswert ist? Ja, auch da gibt es eine Verbindung zwischen mir und Stefan Raab. Mhm. Weil kurz bevor ich in das 20-Uhr-Team berufen wurde, zwei Tage vorher hatte ich Morgenmagazin und das Pedal hat nicht funktioniert. Der Text lief rückwärts. Ich war aber schon im On und hatte auch schon gesagt, guten Morgen, meine Damen und Herren. Und dann lief mir der Text weg und ich konnte auch nicht vom Blatt lesen, weil ich den ersten Zettel gar nicht hatte.
der war zu spät gekommen, war irgendwie eine aktuelle Entwicklung. Also musste ich mal kurz sagen, Entschuldigung, und musste unterm Tisch verschwinden, irgendwie so halb und versuchen, das umzustellen. Und dann gucke ich wieder in die Kamera und will weiterlesen, läuft es immer noch rückwärts. Also sage ich nochmal, entschuldigen und verschwinde wieder. Und genau diese Szene hat natürlich Stefan Raab sich ausgesucht und hat sie gezeigt bei TV Total. Und hat mich auch eingeladen, dass ich da Stellung beziehen kann. Aber ich dachte mir, ich gehe da mal lieber nicht hin. Es wurde aber trotzdem gezeigt. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie, ich will dir jetzt nicht Unrecht tun, Stefan, aber ich glaube, du hast sowas gesagt wie, oh hier, beim ersten Mal drückt sie noch eine Zigarette aus und beim zweiten Mal tritt sie Jens Riva weg, der ihr die Füße leckt. Sowas in der Art. Wir haben herzlich gelacht, Jens und ich. Das Croissant schmeckt. Croissant schmeckt super, aber ich bin die Einzige, die hier isst, offensichtlich. Nee, ich esse jetzt auch mal eins, dabei muss uns die Kamera aber nicht zugucken und deswegen sage ich schon mal, Judith, vielen Dank, dass du hier uns Rede und Antwort gestanden, dass du uns zur Verfügung standest und wir dir so hier auf die Pelle rücken durften, auf dem gemütlichen Sprecherinnen- und Sprechersofa bei der ARD in Hamburg. Sehr gerne, wirklich, sehr gerne. Für Judith geht's im Studio jetzt schon wieder weiter und mir in Erinnerung bleibt das charmanteste Frühstück, das ich je hatte. Ich werde jetzt öfter mal vorbeikommen. Über Judith und ihre anderen Moderatorenkollegen halten wir euch auf dem Laufenden auf eurovision.de. Also dranbleiben. Wir sind eins. ARD.